Ja, willkommen zum zweiten Teil meiner aktuellen Gefährdungsanalyse, die wesentlich schwieriger ist als die erste. Es geht um die wirtschaftlichen Aspekte. Heute, die letzten Wochen, die letzten Jahre, denn man darf das nicht so isoliert sehen. Man muss schon längere Zeiträume zurückblicken und gucken, was zu was geführt hat. Leider gibt es wie bei den medizinischen Aspekten auch in wirtschaftlichen Aspekten sehr viele widersprüchliche Aussagen. Ich habe heute zum Beispiel in den Medien gelesen, die Arbeitslosenzahl ist zurückgegangen. Das widerspricht der Ankündigung vieler Firmen, ob das Lufthansa ist, ob das Continental ist, ob das BMW ist, Mitarbeiter entlassen zu wollen und nicht wenige entlassen zu wollen. Man hat ja das Insolvenzgesetz ausgesetzt. Und diese Aussetzung hat man verlängert bis Ende März nächsten Jahres. Dass jetzt schon mindestens 500.000 Firmen, klein, ob mittelständisch, ob groß, kann man natürlich nicht sagen, eigentlich insolvent sind, aber das nicht melden, das berücksichtigt man nicht. Und dafür wird auch nicht berichtet. Wie schon im ersten Video gesagt, man muss sich das aus mehreren Quellen anhören. Eine dieser Quellen ist ein Mann, der selbst eine größere Firma hat und der sehr deutlich erklärt hat, warum denn Firmen entlassen müssen. Warum müssen die entlassen? Tja, nehmen wir nur mal die Gastronomiebetriebe, die momentan auf 25-30% ihres normalen Umsatzes kommen. Wie sollen die über längere Zeit ihr gesamtes Personal behalten können, ohne dicht machen zu müssen? Die Lufthansa mit 40-50% Umsatz, den sie hatten, den sie jetzt noch haben. Wie sollen die da die ganzen Leute weiter beschäftigen? Mir ist da klar geworden, als der das erzählt hat, dass die Firmen ja gar keine Wahl haben als große Entlassungswellen. Ja, irgendwann durchzuführen. Irgendwann, das wird bald sein. Er sagt, noch vor Weihnachten, um die Weihnachtszeit rum. Ich glaube auch, aber ich glaube spätestens am Anfang nächsten Jahres. Unsere Wirtschaft, nein, unsere Bürger, die Wirtschaft nicht, interessiert mich erstmal nicht. Die Bürger. Die Bürger sind jetzt schon gebeutelt durch Kurzarbeitergeld. Das sind nur noch 60% ihres vorherigen Einkommens. Dafür müssen sie das alles bestreiten, was sie bisher auch bestritten haben. Miete, Nebenkosten, Essen, Geld für die Kinder und das Kindergeld, was wisst ihr selbst, reicht für ein Kind, um alles abzudecken, nicht aus. Wie wird es dann sein, wenn jemand in der Familie, die jetzt schon beide arbeiten, beziehungsweise beide vielleicht Kurzarbeitergeld, Geld kriegen und dann wegen nur einer seine Arbeit verliert und dann auch, weil es sehr viele Arbeitslose geben wird, ja, dann noch ein Einkommen komplett wegfällt. Das wird nicht mehr funktionieren. Und Hartz IV werden sie nicht kriegen. Und wenn sie welches kriegen, dann nicht so schnell. Und es wird nicht ausreichen, um eine Wohnung mit 1.000 € im Monat Kaltmiete zu bezahlen. Beziehe ich mich auf einen Fall, einem Bekannten, die zahlen 1.500 € Kaltmiete im Monat. Haben eine große Wohnung, sind 4 Kinder, Vater, Mutter, beide berufstätig. Ja, die Mutter ist momentan in Kurzarbeit und der Vater arbeitet im Elektrohandwerk. Sein Gehalt geht normalerweise komplett drauf, nur für die Miete. Von dem Einkommen seiner Frau wird der Rest bestritten. Da fallen jetzt 40% weg. Ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht einfach ist. Und die Situation wird mit fortschreitenden Maßnahmen wie Lockdowns, auch wenn es nur regionale Lockdowns sind, das ist nichts anderes. Die Geschäfte sind dann trotzdem zu, es sind trotzdem Beschränkungen da, die wird schlimmer werden. Ich kann mir das eh nicht vorstellen. Nehmen wir an, hier, ich lebe in Regensburg, wir würden regional einen Lockdown erleben. Und ich darf hier nicht mehr einkaufen, ich kann hier nicht mehr einkaufen, ich kann verschiedenste Dinge nicht mehr tun.
wie soll mich daran hindern, von hier nach Straubing zu fahren und dort einzukaufen oder dort in eine Gastronomie zu gehen oder in ein Restaurant zu gehen? Da kommt mir wieder diese Idee vom Söder in den Sinn, die Bundeswehr als helfende Kräfte einzusetzen. Helfen? Wir haben es in Italien gesehen, da wurden auch die Städte abgeriegelt. Und wenn es wirklich hier in einer Stadt zu einem Ausbruch kommt, dann könnte es sicher sein, wird man das Gleiche hier tun. Ja, es geht um die Bürger. Die Firmen, da hängen natürlich die Bürger dran. Denn wenn die Firmen pleite gehen, gibt es mehr Arbeitslose. Und wenn wir nur von diesen 500.000 Firmen ausgehen, manche reden von 700.000, aber nur von 500.000, die pleite gehen, die Insolvenz gehen. Und jede Firma hätte nur 10 Mitarbeiter im Schnitt. Dann reden wir von 5 Millionen neuen Arbeitslosen, die wir dieses Jahr noch kriegen. Und es sind ja schon große Firmen dabei, die angekündigt haben, mehrere tausend Mitarbeiter. Conti 13.000 Mitarbeiter, BMW 10.000 Mitarbeiter. Da hängen natürlich auch die Zulieferfirmen dran für Automobilbetriebe, die dann auch ihre Mitarbeiter kündigen würden. So wie von einem Freund, der in Coburg lebt, da gibt es 82 Firmen, die Zulieferfirmen sind für Automobilkonzerne, die auch Entlassungen schon durchgeführt haben. Ja, die Lage wird schlecht. Nur in den Medien sieht man davon nichts. In der Börse kriegt man davon nichts mit. Die steigt und steigt und steigt. Und die Kluft zwischen realer Wirtschaftsbetrachtung und der Börse und den Immobilienpreisen, die klafft so weit auseinander wie noch nie. Die Kluft zwischen Arm und Reich, ich rede nicht mehr von einer Schere, das ist wirklich eine Kluft, die wird immer größer. Der Mittelstand immer kleiner, er fällt meistens auf die Seite der Ärmeren. Das ist aus dem Mittelstand jemand momentan in Richtung Großverdiener oder mehr Einkommen entwickelt, ist fast unmöglich. Ein anderes Thema. Die Bundesregierung macht noch dieses Jahr, 2020, über 200 Milliarden Schulden. Und nur ein Bruchteil, nämlich knappe 25, 22 Milliarden, gehen in direkte Hilfsprogramme. Das andere wird aber wahrscheinlich dazu genutzt werden, die Renten zu sichern, wenn sie es überhaupt machen. Ja, die steigenden Hartz-IV-Fälle auszubezahlen. Aber das System krankt ja schon seit Jahren. Ich kann nicht beurteilen, wofür das ganze Geld hergenommen wird. Auf jeden Fall ist eines, es wird die Verschuldung in Deutschland auf 8% hochtreiben. 8% des BIP, des Bruttoinlandprodukts. Nach den Maastrichter Verträgen wären aber nur 6% überhaupt zulässig. Klar, jetzt in der Krise kann man das locker überschreiben und übertreten. Aber nächstes Jahr hat die Bundesregierung vor, nochmal 440 Milliarden Euro aufzunehmen. Eine Neuverschuldung. Da reden wir dann nicht mehr von einem knapp 8%igen Anstieg des Schuldenbergs und einer Überschreitung der Maastricht-Verträge, sondern von viel mehr. Zudem warnen viele Experten seit Jahren vor einem Schuldenschnitt oder einer Geldentwertung. Auch meine Steuerberaterin hat mich schon vor 4 bis 5 Jahren darauf hingewiesen. Sucht im YouTube mal nach Schuldenschnitt, Währungsumstellung. Ihr werdet genug finden. So, was ziehe ich jetzt für mich für Fazite daraus? Die Arbeitsplätze sind nicht mehr sicher. Egal in welcher Branche. Ist man in einem systemrelevanten Beruf, so hat man Glück. Also ich habe in dem Fall Glück, ich arbeite im Krankenhaus. Man nicht das Glück und ist in einem Betrieb, der Kurzarbeit beibehält oder sogar entlässt, da muss man vorsorgen. Ich werde trotzdem vorsorgen, denn ich weiß ja nicht, vielleicht trifft es mich auch. Ja, was kann man tun? Jetzt noch dafür sorgen, dass man sich Vorräte anlegt. Wenn ihr das nicht eh schon tut und kontinuierlich mehr einkauft oder mal einen größeren Einkauf macht,
jetzt im Herbst vielleicht Sachen einkocht, wenn ihr günstig kriegt, ja, dann seid ihr selbst schuld daran, wenn ihr weniger Geld habt, dann auch noch Geld ausgeben müsst, teures Geld für teure Lebensmittel. Denn unsere Verbrauchsgüter, unsere Lebensmittel, unsere Energie, Tanken, Strom, alles wird teurer. Schaut mal zurück, was vor 5 oder 6 Jahren noch ein Produkt gekostet hat und was es jetzt kostet. Dieser schöne Warenkorb, mit dem die Inflationsrate ermittelt wird, ist ja ein Hohn, als ob man sich jedes Monat einen Kühlschrank und einen Videorekorder kaufen würde. Nein, die wesentlichen Kosten, die man trägt als Pendler zur Arbeit, sind da nicht drin. Die Steigerung im Lebensmittelbereich sind nicht drin. Wir haben noch Ende letzten Jahres bei einem namhaften Discounter Nudeln eingekauft. Kleine Päckchen Spaghetti. Für 29 Cent das Päckchen. Jetzt, aktuell, kostet es 49 Cent, also das Doppelte. Und das wird nicht besser werden. Die Preise werden nicht fallen. Ja, wenn ihr schon was einkauft und ihr kauft es in Gläsern ein, Essiggurken zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, schmeißt die Gläser doch nicht weg. Die habt ihr mitbezahlt. In denen könnt ihr Sachen einlegen oder einmachen. Es gibt genug Videos auf YouTube, wo euch erklärt wird, wie das funktioniert. Oder ihr kauft euch mal ein gutes Buch. Es gibt so ein gutes Buch, das heißt, was Oma und Opa noch wussten. Ja, da gibt es auch ganz viele auf dem Markt. Ich will ja keins empfehlen, aber schaut euch mal um. Der zweite Punkt ist, ihr solltet euch Geld zurücklegen. Auch wenn dieses Geld entwertet werden könnte, solltet ihr wenigstens 2, vielleicht sogar 3 Monatsmieten zu Hause haben, um dann nicht gleich aus der Wohnung zu fliegen. Na klar, ihr fliegt nicht gleich aus der Wohnung, wenn ihr die Miete nicht mehr zahlen könnt. Die ersten 3 Monate seid ihr safe. Da wird niemand euch aus der Wohnung kriegen können. Und auch danach, eine Räumungsklage dauert auch noch mal ein paar Wochen. Aber dann müsst ihr gehen und ihr werdet notfalls auch zwangsgeräumt. Glaubt nicht, dass es nicht so ist. Habe ich auch schon live miterlebt. Da kommt dann die Polizei und der Gerichtsvollzieher, machen euch die Wohnung auf, verweisen euch der Wohnung. Ihr dürft noch nicht einmal etwas mitnehmen. Das wird alles einbehalten, um eure Schulden zu decken. Oder auf eure Kosten eingelagert oder vernichtet, wenn ihr zustimmt. Zieht das raus. Schaut, dass so schnell wie möglich, wenn ihr den Job verliert, irgendeinen Hilfsjob kriegt. Und wenn er auch noch so unterbezahlt ist. Jeder Euro wird euch helfen, aus dieser Lage etwas besser herauszukommen. Ich weiß, ich male hier ein sehr düsteres Bild. Aber wie gesagt, ich bin ein optimistischer Pessimist. Ich hoffe nicht, dass es euch so geht oder uns so geht. Aber ich weiß es eben nicht. Und lieber bereite ich mich vor, als dass ich es nicht tue. Ich habe da immer einen coolen Spruch. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Nach der Devise lebe ich ein Stück weit. Wenn ihr euren Arbeitsplatz gefährdet seht und damit auch eure Wohnung und ihr habt wirklich gute Bekannte, noch besser gute Freunde, die in einer größeren Wohnung oder im Haus leben, fragt, ob sie euch zur Untermiete aufnehmen würden. Vielleicht auch mit Hilfe an einem Bauernhof, einem Gehöft oder bei denen, die im Land wohnen, unterkommen könnt. Denn wenn ihr raus müsst, sitzt ihr auf der Straße. Und ich gebe euch Brief und Siegel, das Sozialsystem wird euch nicht so schnell auffangen. Selbst wenn ihr irgendwann eine Sozialwohnung kriegt, da vergehen da gut 2, 3 Monate. Und was wollt ihr dann machen, wenn ihr Kinder habt? Ins Obdachlosenasyl gehen? Wohl nicht. Noch etwas. Unser Finanzsystem, unser Geldsystem ist schwer in Gefahr. Man sieht schon in den EU-Ländern, in denen man bestimmte Summen nicht mehr bar begleichen kann. Das funktioniert nur noch bis 1000 Euro, was drüber ist, muss man eh schon überweisen oder anderweitig begleichen. Das System sieht vor, unser Bargeld abzuschaffen. Warum? Hat viele Aspekte. Einer davon ist, dass Geld drucken kostet mehr, als das Geld wert ist. Auf der anderen Seite, wenn man nur noch auf der Bank ist, seid ihr abhängig, ihr hängt am Tropf. Wenn die Bank zumacht,
der Bankautomat nicht mehr funktioniert, eure Karte nicht mehr angenommen wird, weil man sie sperrt, tja, dann verhungert ihr am längeren Arm. Und das wünsche ich keinem. Bargeld lacht, ist ein gutes Sprichwort. Und da halte ich mich auch dran. Auch daran, möglichst keine Schulden zu machen. Nichts zu leasen, nichts auf Darlehen zu kaufen, kein Darlehen aufzunehmen. Keine Verbindlichkeit, denn wenn das Geld knapp wird, müsst ihr das auch noch bedienen. Oder man nimmt halt euer Haus weg, euer Auto, den Fernseher, den ihr auf Pump gekauft habt. Das würde ich mir schwer überlegen, heutzutage noch Schulden zu machen. Wenn ihr wirklich in der misslichen Lage seid, euch nicht mehr so viel leisten zu können und ihr habt keine Vorräte mehr. Ich weiß, das klingt jetzt blöd und ich sage auch immer, im Backout funktioniert das nicht. Geht Sachen sammeln. Es gibt genug, was man essen kann. Auch dazu gibt es auf YouTube viele, viele Videos. In der Nachkriegszeit hat man lange Zeit von Brennnesselsuppe gelebt. In meiner kommen nicht nur Brennnessel rein, sondern auch Kartoffeln und andere Zutaten. Aber Brennnessel hat einen sehr hohen Proteingehalt. Davon kann man auch satt werden. Man kann weiterleben. Es gibt so vieles, was heute überhaupt nicht mehr genutzt wird. Fallobstwiesen zum Beispiel. Das ganze Obst, das runterfällt, das vergammelt, weil keiner hingeht und sich das Zeug holt. Die sind eigentlich dafür angelegt worden, dass sich jeder Bürger dort Obst holen kann. Weiß nur keiner. Macht keiner. Viele Bauern haben Obstbäume, die sie momentan nicht bewirtschaften. Fragt nach, ob ihr für ein paar Euro oder vielleicht sogar umsonst euch dort bedienen könnt. In den Feldrainen wachsen oft neben Schlehen, Hagebutten, stehen da auch Obstbäume. Ich kenne einen Feldrain, da stehen Kirschbäume, ein Birnbaum, mehrere Linden, kann man Lindenblütentee besorgen. Ja, wenn man sich da ein bisschen informiert, dann kann man zumindest seine Lebensmittel strecken. Man kann sich nicht 100% davon ernähren, das ist klar. Nur von Sammeln alleine könnt ihr keine sechsköpfige Familie ernähren. Das funktioniert nicht. Ihr werdet lachen. Eine meiner Quellen sind Leergutsammler. Ja, die manche sagen Penner dazu, die anderen Sandler. Aber meistens sind das gar keine solchen Leute, sondern die haben noch ein Dach über dem Kopf. Ich habe erst vor ein paar Tagen einen älteren Herrn, der wird bestimmt über 60 gewesen sein, getroffen, dessen Frau vor 2-3 Monaten verstorben ist. Vor seiner Rente kann er gerade mal die Miete begleichen. Zum Leben reicht es nicht mehr ganz. Er geht jeden Tag mehrere Stunden Flaschen sammeln. Seit die Pandemie ausgebrochen ist, sammelt er wesentlich weniger Flaschen als davor. Wesentlich weniger. Aber es reicht immer noch für 5-6 Pakete Nudeln, die er sich täglich leisten kann. Ich rede von diesen 49 Cent Nudeln. Ja? Er lebt halt von Nudeln. Aber er lebt. Auch Flaschen sammeln ist keine Schande, wenn man nichts mehr hat. Wenn andere zu faul sind, ihr Leergut zurückzubringen und die paar Cent zurückzubekommen, nutzt die Möglichkeit auch, wenn ihr könnt oder wenn ihr müsst. Ich wünsche es keinem, dass er rumlaufen muss. Ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, dass es da regelrecht Konkurrenz gibt an den Sammelplätzen, dass sich die Leute gegenseitig angehen. Gerade jetzt, wo weniger dort ist. Wir haben hier eine Uni, da waren früher die Müllkörbe voll mit Flaschen. Mit Kunststoffflaschen, auch mit Dosen, da wirklich viel Pfand drauf ist, weil sich keiner bemüht hat, die zurückzubringen. Er hat mir erzählt, dass er manchmal am Tag 200 Flaschen sammeln konnte. Und jetzt kriegt er gerade mal noch 20, 30, 40 Flaschen zusammen. Also ist auch traurig. Es ist auch traurig, dass jemand überhaupt, der 50 Jahre lang, hat er mir erzählt, 50 Jahre lang am Bau gearbeitet hat, jetzt nicht mehr davon leben kann, was er als Rente kriegt. Das ist traurig und das ist ein Versagen des Staates. Und das ist auch etwas, was uns Prepper bewegt. Wir verlassen uns eben nicht auf den Staat. Denn wenn wir uns auf andere verlassen, sind wir verlassen. Verlassen kann man sich nur auf sich selbst. Was du selbst tust, was du selbst organisierst, was du selbst erarbeitest, das gehört dir. Alles andere sind Almosen, die man dir bestenfalls widerwillig gibt. Ihr verschenkt heute schon etwas, auch wenn euch die Werbung das suggeriert.
kauft dieses Produkt und ihr kriegt das und das dazu geschenkt. Oder kauft das, es ist runtergesetzt. Glaubt ihr denn wirklich, die machen Verlust? Keiner macht Verlust. Das sind Pfennigprodukte, Centprodukte. Ihr kauft sie für 20, 30 Euro, in der Produktion kosten sie vielleicht 5. Dann verdient der Großhändler und dann noch der Endhändler dran. Und viele Dinge kann man sich auch selbst machen. Viele Dinge kann man auch selbst reparieren, das ist der nächste Punkt. Wenn es nicht mehr umgeht, warum Dinge wegschmeißen? Mach doch wenigstens einen Reparaturversuch. Mittlerweile gibt es in Städten auch Stellen, an denen man Leute findet, die Sachen reparieren für einen, und zwar unentgeltlich. Da gibt es meistens einen Elektriker, einen Mechaniker. Ich habe auch schon viele Sachen selbst repariert. Ich bin ja eigentlich gelernter Radiofernsehtechniker, also Elektroniker. Und ja, ich versuche erst immer mal etwas selbst zu reparieren. Auch unser Haus, wenn etwas kaputt geht. Letztens die Heizungsanlage. Pumpen wechseln, Druckbehälter, Druckausgleichsbehälter wechseln. Da würde ich im Handwerk 200, 300, 400 Euro dafür zahlen. Die Pumpe kostet 100 Euro. Die habe ich selbst eingebaut. Das Einzige, was ich habe und über das ich selbst bestimmen kann, ist meine Arbeitszeit, meine Arbeitsleistung. Wenn ich in der Zeit natürlich lieber vor dem Fernseher sitze, was ich natürlich auch tue, oder PS4 spiele, was ich auch tue, dann muss es in einem Maß tun, wo das Ganze noch umgeht. Wenn ihr gerne draußen seid, gerne spazieren geht, wandern geht, dann merkt euch Plätze, an denen ihr Nahrungsmittel finden könnt, Pflanzen finden könnt, die ihr essen könnt. Giersch schmeckt super, wenn man ihn rausbrät mit ein bisschen Paprika dazu. Es gibt auch viele andere Dinge, die man essen kann. Erkundigt euch. Und wenn ihr wandert, hängt euch zu Hause eine Karte auf, eine Wanderkarte, und verzeichnet dort einfach die Stellen und schreibt euch eine Liste, eine nummerierte Liste, 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem, eine Stelle, die ihr durchnummeriert, was ihr dort gefunden habt. Walderdbeeren, Wacholder, Holler, Lindenblüten, Obstbäume. Es gibt auch auf einer Internetplattform die Möglichkeit nachzusehen, wo denn Bäume stehen, die niemandem mehr gehören. Dort kann man sich auch bedienen. Ich setze unten den Link rein auf solche Seite. Ich habe da selbst mal jahrelang Sachen eingetragen. Mittlerweile, ja, fehlt mir die Zeit dazu, das auch noch zu machen. Warum mache ich das alles hier? Ich mache es nicht für mich. Ich weiß das schon. Ich preppe, oder damals hieß es noch Krisenvorsorge, Vorsorge, schon seit 20 Jahren. Aber ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit muss man den Leuten erklären und aufzeigen, welche Möglichkeiten bestehen und was auf sie zukommen könnte und zukommen wird. Und es wird nicht besser, glaubt mir. Es wird schlimmer. Ich möchte mich bedanken, dass ihr so geduldig zugehört habt. Ich bin jetzt am Ende meines zweiten Teils. Da ging es ansatzweise um die Wirtschaft. Ich habe sicherlich wieder einige Punkte übersehen, einige Punkte nicht erwähnt, auch Möglichkeiten nicht erwähnt, wie man sich verbessern kann. Wenn ihr etwas wisst, wenn ihr mithelfen wollt, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.